Rheingarten Fruchtservice hat 5 Munkhoff-Maschinen und eine Danpluk aus Dänemark. Und wir sind spezialisiert auf den Anbau von Sauerkirschen, wie man hier sieht, Mirabellen und Zwetschgen. In einem normalen Jahr ernten wir dieses Rheingarten Fruchtservice, was eben von 2 landwirtschaftlichen Betrieben getragen wird, erntet ca. 2.500 Tonnen Sauerkirschen zum Beispiel. Wir sehen als Rheingarten, als Dienstleister für unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Das heißt, wir vermieten an die landwirtschaftlichen Betriebe diese Maschinen. Die Mitarbeiter, die sind wieder bei den Betrieben, bei den landwirtschaftlichen Betrieben angestellt. Und Rheingarten sieht zu, dass die Maschinen funktionieren und dass der Transport der Früchte in die Werke in Deutschland oder im Ausland, also wir liefern auch nach Holland, wir liefern auch nach Frankreich, aber unser Hauptabsatzgebiet ist eben Deutschland. Also wie gesagt, wir haben 5 Munkhoff-Maschinen am Laufen, wir haben noch diese dänische am Laufen, sind 6 Maschinen. Normalerweise kalkulieren wir pro Maschine, pro Minute zum Beispiel 2 Bäume. Wenn es gut geht, jetzt in einer Anlage wie dieser, schafft die Maschine auch 3 Bäume. Aber wenn ich zum Beispiel am Weg, am Ende der Reihe zu wenig Platz habe, dann dauert das immer gleich länger zu wenden und ich verliere diese Zeit. Aber über den Tag gerechnet kalkulieren wir 1,5 Hektar je Maschine. Das sind plus minus 1000 Bäume. Ja, wie sind wir auf Munkhoff dann nachher gekommen? Also A, gibt es schon ewige Verbindung zu Munkhoff. Wir haben seinerzeit irgendwie 86 die allererste noch mit dem Großvater ausprobiert bei uns auf dem Betrieb. Sind dann weggegangen davon, weil zur damaligen Zeit war sie für uns nicht zuverlässig genug. Mittlerweile muss man sagen, hat die Firma da große Fortschritte gemacht. Die Maschinen sind zuverlässiger geworden. Es gibt mehr Erfahrung im Bau von diesen Maschinen. Und dadurch, dass wir jetzt 5 Maschinen von denen haben, haben wir natürlich auch einen umfangreichen Ersatzteilbereich oder Ersatzteillager vorrätig. Und wir können da, das Wissen von uns über die Maschinen ist halt sehr groß mittlerweile. Und deshalb sind wir im Moment so, dass wir immer wieder auf Munkhoff dann zurückkommen.